Riesig war die Vorfreude bei den Fans und den Volleyballerinnen des Dresdner SC vor dem ersten Aufschlag im Finale um den nationalen Titel. Die Fans sorgten bereits vor der Auftaktbegegnung mit einer sehr gelungenen und aufwendigen Choreografie gleich für die richtige Atmosphäre und eine Riesenstimmung in der Halle, denn auch ihre Saison war lang und nun zählt nur noch der Titel. Na klar haben wir darauf hingefiebert, aber wir haben unser Ding gemacht, wir sind auswärts nach Köpenick gefahren, wir sind nach Münster gefahren, haben unser Team angefeuert, wie wir konnten. Jetzt, heute, alles geben, die Fahnen schwenken vorher und Gas geben einfach nur. Und der Titelfavorit erledigte seine Aufgabe bravourös. Nach dem dann doch sehr deutlichen 3:0 Sieg im ersten Spiel der Playoff-Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Allianz MTV Stuttgart fiel von allen eine große Last ab und es wurde nur noch gejubelt. Naja, es ist das erste Finalespiel und wir möchten einfach zeigen, was wir können und gut spielen. Und wir wissen, Stuttgart ist auch eine gute Mannschaft, so wir müssen auch alles geben. Und im ersten Satz war es noch so und dann am Ende, haben Sie ein bisschen das Vertrauen irgendwie verloren oder waren wir ganz gut und dann hat es gut geklappt. Mit diesem Sieg in der Best-of-Five-Serie haben die Dresdner Schmetterlinge den ersten Schritt auf dem Weg zum Double genommen. Der Titelverteidiger und DVV-Pokalsieger startete äußerst konzentriert in diese Begegnung, wobei die Gäste aus dem Schwabenland zu Beginn stark dagegen hielten. Bei der Wiederholung des Vorjahresfinales konnten sich die Gastgeberinnen vor 3000 Zuschauern erst Mitte des ersten Satzes ein wenig deutlicher auf 19:14 absetzen. Mit druckvollen Aufgaben, variablen Angriffen und einer starken Block- und Feldabwehr hielt der DSC seinen Vorsprung und gewann den ersten Satz mit 25:21. Wir haben heute genau alles richtig gemacht und Stuttgart war heute nicht in der Lage, ihre normale Leistung abzurufen. Vermutlich einfach, weil sie natürlich schon sehr viel Reisestress die letzten Tage hatte. Das ist ganz schön hart. Am Donnerstag 8 Stunden in die eine Richtung, am Freitag 8 Stunden in die andere. Das merkt man so ein bisschen. Dadurch war die Annahme ein bisschen instabiler als sonst und auch der Angriff ein bisschen weniger effektiv. Deswegen muss man immer sehen, wir haben heute gut gespielt, aber die Klarheit des Ergebnisses kam natürlich durch einen Gegner, der ein hartes Programm die Woche hatte. Die taktisch glänzend eingestellten Gastgeberinnen knüpften im zweiten Abschnitt nahtlos an die tadellose Leistung des ersten Satzes an. Der DSC setzte die Vorgaben aus dem Training in der vergangenen Woche präzise und wirkungsvoll um. Die Offensivbemühungen der Stuttgarterinnen wurden immer und immer wieder vom Block der Dresdnerinnen entschärft und auch einige Umstellungen im Spiel der Gäste zeigten insgesamt wenig Wirkung. Die Angriffe der Roten fanden hingegen ihr Ziel und auch im Aufschlag gelangen immer wieder Punkte. Stuttgart wirkte in dieser Phase ein wenig ausgebrannt nach der vergangenen Woche und somit ging der zweite Satz überdeutlich mit 25:12 an die Dresdnerinnen. So ein Ergebnis soll es aber nicht noch einmal geben. Ja, ich denke, dass es für uns sehr wichtig ist, dass wir jetzt eine Woche haben, auch mal wieder ein bisschen Kraft zu sammeln. Die letzte Woche war für uns sehr anstrengend. Von Stuttgart nach Schwerin, Schwerin nach Dresden. Zwei Top-Mannschaften. Ja, Samstag würden wir versuchen, eine neue Taktik zu überlegen. Und gehen wir davon aus, dass es besser wird wie heute und dass wir ein richtiges Finale spielen können. Auch im dritten Satz änderte sich die Situation auf dem Spielfeld nicht wesentlich. Zwar zeigte Stuttgart zu Beginn noch einmal ein wenig die Zähne und wollte unter Beweis stellen, dass sie nicht umsonst in diesem Finale stehen und gewillt sind, ein gehöriges Wörtchen, um die Titelvergabe mitsprechen zu wollen, doch der DSC war an diesem Nachmittag einfach präsenter und zeigte den Gästen vom Neckar deutlich die Grenzen auf. Vor allem der Aufschlag zeigte jetzt enorme Durchschlagskraft und Wirkung und die Annahme der Gäste war dadurch nicht mehr so effektiv wie zuvor. Nach insgesamt nur 72 Minuten konnten die Dresdnerinnen ihren zweiten Matchball zum nie gefährdeten 3:0 Sieg verwandeln. Doch so einfach dürfte es nicht weitergehen. Die Auswärtsspiele dort zu gewinnen, das wird extra schwer. Das ist gar keine Frage. Und das war letztes Jahr super eng und im Jahr davor. Aber der Druck ist dort. Ja, und wir müssen unsere Heimspiele gewinnen. Das heißt, wenn wir auswärts einlaufen, dann ist das für uns immer eine Sache, wo wir etwas zu unserem eigentlichen Plan dazu addieren können. Ja, das heißt, da spielen wir frei von Stress, da können wir einfach hinfahren und was machen. Wir müssen uns auf unsere Heimspiele konzentrieren. Das heißt, Stuttgart weiß ganz genau, dass sie jetzt am Samstag gewinnen müssen. Was die Dresdnerinnen auswärts noch erwarten können, zeigte Stuttgart auch zuletzt im Pokalfinale. Trainer, Mannschaft und natürlich auch die Fans sind aber für die kommende Woche auf alles vorbereitet. Keine Angst, wir bringen so viele Leute mit, wie wir können. Wir werden die Halle klein schreien, wir machen da unser Ding.
Und da werden die Stuttgarter sich schon umgucken. Alle erwarten noch eine sehr enge Serie und nächste Woche wird es ganz sicher ein anderes Spiel. Hoffentlich aber mit demselben Sieger. Mehr Beiträge zur Volleyball-Bundesliga unter sportdeutschland.tv.